Die ersten knapp 100 Meter der insgesamt 500 Meter hohen Wand sind geschafft. Hätte Herr Herbert schon heben. Einfach optimistisch sein. Bleibe ich da. Gar nicht verkehrt, Sel. In den 90er Jahren gelingen Christoph Heinz die meisten seiner Erstbegehungen, egal ob in den Dolomiten oder am Schiffling direkter Nordpfeiler, zusammen mit Hans Kammerlander. Weil er eben, wie wahrscheinlich nicht viele andere, sogar über die 100% aussehen kann. Die meisten Kletterer, und das ist auch wichtig, die halten sich eine gewisse Reserve. Und er kann sich so konzentrieren, dass er mehr abrufen kann als die 100%. Siebenmal in Folge wird Christoph Heinz Erster bei nationalen und internationalen Sportklettercups der Berg- und Skiführer. Die Route Pietramurata in Arco weist einen Schwierigkeitsgrad 8B+ auf. 1996 gab es kaum etwas Schwierigeres. Heinz durchklettert die 45 Meter lange überhängende Seillänge bereits im siebten Versuch. Höchste Konzentration, verdrängt dabei jede Form von Angst, es nicht zu schaffen. Juhu! Ich habe einfach das Gefühl, ja, die Landschaft, die ist so vielfältig, vor allem die Dolomiten sind so vielfältig, dass man in den Bergen schon ein Leben lang auf der Suche ist. Nach neuen Schluchten, nach neuen Türmen, nach neuen Wänden. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, dass man schon leider mal in die Dolomiten in einem Leben nicht umkommt, geschweige denn weltweit.